irgendwas Krasses kommt. Ich laber halt, ne? Also wenn Ja, du ist gut, ich auch. im Video hören sollst, dann musst du es Ja, halt ist gut. einstellen. Kein Stress. Nö, nee, Es ich geht lasse. los! Lass drin, es geht los. Afghan, Get der grüßt ready. dich. Ah, Delay. Ah, ist Na, bitter, Alter. typisch Russen, weißt Alterbliert. du? Ja, schon. Nix kennen die, Digga. Was ist da los? Ist so, Alter. Darauf gibt's erstmal hier einen Red Bull, Gut, und Alter. die AfKDF? Wir schauen uns gleich Tarkov Huhuga Tür an. Hananda Junge, ich war noch Blüte. im Raid. Geil. Ist aber einfach down gegangen. Laber, echt. Hör auf. Guck mal, die Leute schreiben rein, wipe, wipe, wipe. Ey. Wenn die Nachricht wird direkt Ich gelöscht. seh's. Geil. Ja. Ja, also eine Ja. Minute zu spät schon. Also. Es gibt auch eine Es gibt Anzeige, würde ich extra sagen. Promo-Code. Oh, shit. Okay, Kultisten. Ja, und. Und unheard signs überall. True, ich will heute 10 Promo-Codes bekommen. Ganz ehrlich, shame, wer die Edition gekauft hat, Alter. Ey. Ups. Ja, ich hab sie doch selber. Aber eigentlich schon. Ein bisschen. Ja, jetzt kommt. Na, Jetzt, die hockt ja nicht mal da. Wo, ich sag dir ganz ehrlich, für 50 Euro finde ich okay. ist okay, ja. Aber sie hätten es halt direkt so machen sollen. Ist so, Weißt du? ja. I can kiss your AK-47 muzzle with mustache. Yeah. Habe ich das Gefühl nur oder wird es langsam heller in dem Raum hier? Nee. Okay, Nicht das wirklich. sah für eine Sekunde so aus irgendwie. Please. Ja, ich rufe kurz Nikita an. Oh, wo ist mein Handy? Apropos anrufen, wo ist mein Handy, ist nicht da. Scheiße. Doch, es wird heller. Ja? Guck doch mal, man kann den Sitz jetzt mittlerweile sehen. Bei mir hat sich nichts geändert. Voll cool für ein Okay, paar Lust. vielleicht ist es der andere Monitor, vielleicht, weil ich auf den gezogen habe. Eventuell. AFK, du kannst ja Russisch, wusste ich gar nicht. Holy shit. Hast du gesehen gehabt, dass es neue Kleidung gibt im Shop? Oh, nee, habe ich nicht. Echt? Mhm. Ja, neues Kit. Ist es dieses Kultisten-Ding? Nee, gell. Nee, nee. Also Biers haben neues und USAX halt auch. Ah, Bei ja. Bier ist es called Cyclone. Braune Okay. Hose, schwarze Jacke und so ein Schal halt, weißt du, so ein Military-Schal nenne ich es jetzt mal. Oh, ich sehe Oder es. What the fuck? ist das ein Schal? Ich sehe, was du meinst. Ja, so ein Ja, kleiner weiß Schal. nicht genau. Ich bin Ey, ganz ehrlich, bei Bier sieht's gut aus. Holy shit. Ich war echt versucht, die zu kaufen. Dann ist mir eingefallen, Digga, du spielst nur USAC die ganze Zeit. Ich Dann spiele habe nur ich bei Bier die ganze USAC Zeit. geguckt. Ja. Und das ist USAC Vanguard Ich und der sieht seh's. richtig ass aus, Ja, Alter. ich seh's. Ja, aber Also ich. ich glaube, nächstes Mal spiele ich, glaube ich, ein Bier. Das sieht echt gut aus, also. Ernsthaft, ne? Von Ja. Bier, der sieht richtig gut aus. Also, jetzt kommt mal vor, wie diese Kultistenjacke aussieht. Wenn die Kultistenjacke cool aussieht, dann hol ich mir nicht. Aber wenn die Ja, die kriegst du Kultistenjacke doch nicht so. kostenlos. Ja, aber wenn die mir nicht gefällt, Ach dann hole so, ich mir meinst du halt ja, das wenn die da. erst aussieht, Ja. ja. Das sieht echt nicht schlecht aus. Aber ist auf Ja, jeden Fall eine Russisch lernen ist echt krasse schwer. Tarkov Aber meiste TV-Folge Sprache. heute. Ja, ist echt Brutal, Alter. geile Folge. Holy shit. Krasse Neuerungen auch. Krass. 1.0, the Release Date. Oh shit. Oh! Damirka. Bist du's? Ich hab keinen Nikita. Sound. Classic Soundprobleme. Naja, nicht nur in-game. Ja. Auch OOC. Yeah. Oh, einen Code? No way. Ist das ein Code? Nee, ne? Nee, aber diese RSS, Ja, wie heißt diese ARS. Webseite dann Ja, yeah, nochmal? ich glaube, die heißt so ARRS. Nicht? Dachte ich. Aber ich kenne mich da null aus, ich habe das nie gemacht. Bin real Twitch Audio. Twitch Sound. Ich komme von der Pause in die Pause.
Krass. Ja, GG. Yeah. Grüß Gott. Seine Frisur, fuck. Crazy. Egal. Sound, kein Sound an. Ich sag dir ganz ehrlich, Classic. mit der Frisur sieht schon ein bisschen peinlich aus. Meine Ja, Meinung. es geht. Vielleicht hat er vor den letzten 2 Monaten Mental Breakdown. Wieso ist Dev im Chat von EFC? Hello, helloest. Hello, helloest of the helloest. Hello. We here. Yes. Once again. Can you hear me? Can you hear me? Yes or We no? can hear you, yes. Yes. Hello, Soll alle Nein schreiben? привет. Всем привет. Hello, hello, ребята. Hello. We here for today for the Tarkov TV Ja. podcast, DevBlog, you name it. This is Damirka. This is Nikitka. And we here for stuff. Ты не знаешь, да, о чем? Die wissen nicht, die wissen nicht. Меня попросили просто прийти, Die я wissen nicht, was sie sagen sollen. пришел. Okay. So, it's been a long time, actually. We didn't True. had the Tarkov TV podcast. Ist And halt echt we're so. gonna fix Ja. it. So for today, there gonna be a lot of stuff, a lot of Geil. new information, and hopefully we will not. For the atmosphere, romantic, yes. So yeah, let's start. Let's start from something that we have for today. Damirko will accompany me. I don't know, maybe we will play something. I don't know. The plan Oh. is pretty dense. We have a lot of stuff to show. And of course, your questions and your stuff, we will try to answer it. So generally speaking, we are here for you, of course. Sehr gut. And all that, the part of the team of watching this live. And yeah, I like the picture. The picture is pretty neat, right? Like Yeah, picture I is think really, it's really actually good. something. Yeah, for sure. We True. can make a like I don't know, a song here, like a clip, you know, dance here a little or something. Yeah, Okay, no I know joke. the title of the song. Everything is pretty serious. Will be. Will Okay, be. let's Will start be. with the basic information. So So this ein Meme. podcast is in Echt so. English, but eventually I will switch to Russian, of course, because I am not a native speaking person, and I just for some reasons I just don't want to speak English. I don't know. Yeah. That's my roots, I guess. So we have codes, I believe, for today. Oh, wir So haben as always, Codes. do we Oh. have codes actually? Yeah, Komm, hau den ersten aus, Nikita. besser Ich, ho ich eigentlich. hoffe, wir haben Codes. Besser wäre, ne? Aha. Sonst gebe ich dir einen Code auf den Tisch. yes. So we have codes. You need to activate them. Das wird schwierig. I Unheard believe in Code. launcher or 50 Jahre für something. Unheard. Da? Du weißt die Jetzt macht er so, als ob er das erste Mal hier Launcher, gerade Tarkov TV macht, Echt ne? so. So, Muss man die im Launcher aktivieren? first of all, Weiß nicht. happy to see you here. Viele Leute schauen zu. And 19.000. happy to be here actually. First thing that we wanna say that we will be on PC Gaming Show. I will show this We will big be PC Gaming banner. Show. Banner. Ja, die Yes. sind So, 9. Juni. Cool. we will be there on We PC Gaming Show and we will be. actually have something to Die show sind auch you. wieder auf der It's Twitch-Con. Ja, habe ich auch gelesen, pretty ja. interesting, some special stuff, especially for the PC Gaming Show. Das schaue ich So mir an. June 9, be there and witness pretty cool stuff. Ja, du kannst auch Codes über den Launcher aktivieren. Also, just to show again, just to have this information, we will be at TwitchCon Europe with Arena, with the new stuff for Arena, and not only for Oh, Arena, of course, neue but Map da oben. also the very many different kind of things. Neue Map? Oh ja. Für Today's Arena. podcast actually is it has pretty big part related to Arena and the linkage of EFT and Arena. There's a lot of Okay. screenshots and the materials I will show you later.
and it's pretty good. Ja, es ist auch schon angeteasert mit dem neuen. Yeah. Größte Scheiße. Sorry. I don't know. Many, for many of you are wenn es schwer zu ergattern ist, dann schon. Know, ja, aber dass sie halt die Leute versuchen, design, approach, in Tarkov yeah. Arena, also in Arena reinzuzwingen. The e-sports actually. The e-sports, we're still planning to do that and everything. So it's a big part of it. We want to have this experience, the balanced gameplay, etc. Just for the sake of e-sports. But the main reason we designed an enclosed arena is to be there, is to be within the Escape from Tarkov universe. And it is the actual part of the game, part of the EFT. So that's why the linkage to the EFT, the linkage to the main game is pretty important, because we want you guys to treat arena as a part of the game, of the main game. And it's not like, of course you can play it as a separate game, but the main reason and the idea is to have this linkage all together, and we will show you a bit later, like the materials related to that, what we plan to release pretty soon in regard of linkage AFT and arena. And yeah, let's start with something, I guess. Damir, расскажи, что пока. Okay. Почему у нас так жарко стало? Ja, vibe. Er beschwert sich, warum so warm im Zimmer ist, obwohl da 50 Kerzen brennen. Komisch. Verrückt, komisch, ne? Komisch, dass es warm Raum ist. Im Raum warm ist. Дует вообще, не? Klimaanlage ist nicht an, anscheinend. Вот так вот оставь. Anscheinend schon. Не-не-не-не, это уже не поможет. Это не поможет уже. Guys, I see a lot of people in the chat. Yo! Wer postet was im Chat? Es wird nicht mal gebannt, Alter. Es wird nicht mal gelöscht. Jetzt wird's gelöscht. Jesus. Of course, there will be a moment. I will try to answer your question. Schreiben wir erstmal rein. Maybe move on with the first promo code, I guess. Yeah, promo code. Why not? We have a pretty dense time. We have like a lot amazing of things for this podcast, so I guess we need to move quicker. Где они? А вот они. А как его? Digga, was für eine laute Maus hat er? Echt so? Maus steht am Mikrofon. Das ist wahrscheinlich so eine Maus, die hat noch so hier unten diesen Ball drin, weißt du? Safe. Echt so. Was? Was stand da? Was stand da irgendwas? Nee. Ich hab kurz weggeschaut. Ich auch leider. Okay, I don't know how to. I don't know PC. I don't know. First time PC user. Ну и все. Okay, I will show the promo codes a bit later. Sorry, okay, guys. Can't believe. Okay. So what we have more? Wipe. When wipe. Promo code is when wipe. Imagine. 450 Kauf anhört. Damn. Okay, ich habe probiert. Wipe ist es nicht. Kauft ihr direkt 250. YOLO. Schade. Wenn wipe auch nicht. Killer. Pretty simple promo code. Okay, I get it. Pretty simple, ja. Let's go. Use it in die Seite ist überlastet. Der Launcher ist auch am Arsch. Ja, es hat gerade mega lange gedauert bei mir. Promocode nicht gefunden. Killer groß geschrieben? Ja, alles ist groß geschrieben. Something special on June 9. Don't miss it. So, about the arena. So, arena and EFT will have big integration update. Actually, right after this podcast, we will post the roadmap with all of this, you know, patches, dates and everything. Zeit ist down, Alter. And I will tell you when will be the vibe. Oh! Okay. Interessant. Das ist das erste Mal, dass ich ansagen, wann Vibe sein wird. The materials related to the arena linkage and everything. Was macht er da? Aber ich sag mal so, sie haben ja auch einiges zu ändern, ne? Oh ja. Ich hoffe, die zeigen was zu Grafiküberarbeitung. So ein bisschen. Okay, so, let's go. Ja, bei mir auch. The first thing promo code error. Oh, what the fuck, wie das aussieht? Die Kisten, what the fuck? In the two instances. So it will be in EFT, it will be in Arena. Das ist Arena, okay. To buy different kind of stuff from him. I will tell you about these special crates later.
But as you can see on this special screenshot, you will have an option to transfer your earned money, GPs and stuff, and special crates that you actually will able to earn in Arena to your main account, just to transfer them. Jesus. And okay. I will show you what exactly. Der hat nur 11 Millionen, alter Rubel. Was für ein Noob. 11 Millionen. Ja. Oh, also, Kleidung. With this update, we will Jusek? Have, nee, Bier ist es. Ein Polo. New clothing. So it will be based with the new trader. So we will have an option to buy them. Interessant. Cool. Them. Immer gut. So they just like kind of range day clothing and everything. So basically we wanted them to be as a basic clothing for the arena gladiators. But again, right now we decided to move it to have them in EFT 2. Like oh, lol. Two you sets sick. Of gear, two sets of clothing. Three sets of clothing. For the each faction. Der in der Mitte ist geil, Alter. Ja, aber Mitte ist chillig. Yo, is what the? Nice. What the fuck? I believe it's level 2. Fucking Schwert. Ref. Das heißt, du mit GP Coins. All the stuff is for the GPs. And GP okay. will be, of course, earned in the Escape from Tarkov Arena, but also you will be able to find GPs as you can find them on the yeah. locations and everything. All the trades. Siehst du, ich sag dir, die wollen. Arena ist dead. Ja, die wollen Arena überleben, ja. And there is a lot of things and one of this. Hast du Arena schon viel gespielt? Nur bei Release habe ich viel gespielt. Another. Danach irgendwie gar nicht mehr. Yes, of course, the increased rates of GPs. Aber mit dem GP Coins, also würde ich schon. Also, wenn es auch für PvE gilt. Of the specific places on the locations. Oh, das ist so ja. keys. These keys das will be interessant zu wissen, bestimmt. From this trader, and there will be several special places around the EFT locations. Again, just to have this linkage, and again to die Währung da, ne? Diese Münze. That Arena is a part of the EFT. So ja, wüsste ich auch gern, was das ist. From Arena, you need to play Arena, earn some stuff in there, and some ranks in there. Es muss irgendwas Spezielles sein. Vielleicht irgendwas, was man so bekommt, wenn man ein Level aufsteigt oder so. Ja, Mann. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre geil. Lega. Ja. Was? Ja, Liga Medal. Liga. And the Liga is a unique thing that you will be like you will have an option only to obtain it only in Arena. Ja. Which can be earned by winning Arena match. Stuff in there. You'll be able to buy with this new medal, Liga medal. Also quests. Was war Liga? Liga? My balls! More GPs and stuff. And of course it will be related to oh, okay. itself. Drei ranked games gewonnen. Okay. As I mentioned, just before that, you okay. have an option to earn special crates, arena crates. Okay, aber bei Workbench 3, Level 3. Unlock in the hideout. And those crates will consist of different kind of gear, weapons, okay. or 5 Minuten Craft. Needed what? For the hideout, Oha. For example. Nee, ich glaube, das ist ein Platzhalter. Ja, ich denke auch. Linkage part. Lootboxes also, schreiben Leute. Lootboxes. Of course, there is huge plans for rein in die Slots. Additional linkage for Arena and EFT, using your own character in Arena, the fully redesigned customization of presets and everything. This also will be planned. I will tell you a little bit later. And so after the update with this linkage, let me switch back to the camera. Okay. Ein ganzes Buch, Arena, was er lesen muss. Arena characters and EFT characters will be synchronized. So there will be synchronization of experience. Synchronized. Level. There will synchronized. Be synchronization of skills and weapon mastery. And an arena skills and mastery values will be still locked, but all earned progress will be saved and transferred to EFT account, to EFT character. As I mentioned, there will be new trader ref. It will be in both die haben zwei Mics am Laufen, Alter. Die sollen ja. mal eins ausmachen. Echt so. And in EFT, you can start the quest line. Chat rast aus wie ein Killer-Code. Ja, bei mir geht's auch noch nicht. Aber später dann hoffentlich. That will give you different kind of stuff. Что-то написали, куда хрень, блядь, вообще.
War das gerade bei mir oder war das bei ihm der Discord? So a little bit also. Bei mir war es nicht. To increase loyalty level. Bei dir was? And unlock more stuff to buy from him. I showed you the transfer service. We'll be able to transfer stuff from EFT to Arena and from Arena to EFT. And depending on the level of loyalty with Rev, player will have access to rare weapons, mods, key tools, body armor, helmets, valuable items, arena armbands, ammo storage cases, lab access cards even, and special keys for the locked rooms. That rooms will be called Arena Ooh. Gladiator's Room, Arena Master's Room or something. So, okay. Yeah. And also there will be additional thing called Special Secure Container, Theta. I will I can show you this picture. And I can tell you a bit more of that. А где он? О, вот он. Вот это да. Вот это да. Yo. Okay. Aber nur 4er und 3-2er ist los. Secured container. It's something okay. Gamma container. Der Container lohnt sich. Aber kannst keine Löwenstatue reinstellen, zum Beispiel. Aber trotzdem. Trader Ref, completing his quest line. So it will be available for those who have Arena. Als größer als Kappa. Arena have. Arena has, oder? EOD has Arena. Unheard has Arena. Und das ist ja $250 Fragezeichen. So yeah, you will have an option to get this container. Okay. As you can see, like it's grid is not like really really suitable for everything, but at least it has additional slots. Понимаешь? Wenn die anderen Blicke machen würden, würden die mehr verkaufen. Ey, vielleicht kommt's heute. Спасибо, старался. Прилизывался, как черт. Okay, next. So, right after the patch of this integration patch with the linkage of Arena and EFT, 1 week or another, there will be another patch. So, you will be able to transfer crates with valuable loot that can be given as a reward for daily quests. But also okay. Into special... certain level of workbench in EFT and hideout to unlock them. Huh? The new apparel that I showed you and the new unique item called Liga Medal. As Liga is legendary kill from Contract Wars, basically. That's it for the integration. Of course, it's not limited. It's not the final thing because, again, we will add more integration, more stuff connecting these games to one to each other. And again, it's just to push the idea that the arena is big part of the game itself. Yeah. And you need Macht to play Sinn it me. If you want it, of course, to gain some cool stuff to help you to progress in EFT with the help of arena. So the idea was something like that. Interesting. Interesting, how exact. Okay. What else? Mod support. Bitte. Очень много всего на самом деле. Twitchcon. Что? Twitchcon. Это что? Выставка. Поедем? Мне показывают. SLPMCA bei PvE. Ja, das stimmt. I cannot find the exact information about it. True. Und besser Loadout zu AI PMC. I can show you the picture. It's the promo pic of new game mode for Arena, as we talk. Ah, die Züge. Okay. So we plan to add new game mode. It's. Ey, der Rucksack. Das ist doch Spielmodus, oder? Bomb kind of game mode. You need to place the special backpack with stuff. Killer gerade in game injector case und ein GPU bekommen. So was? Like the bomb game mode for arena. And there will be new location
called Skybreach. Skybreach? Ah, das ist der, ja, das haben die schon mal gepostet gehabt. So, like, additional information about the new game mode, the new locations and all, like, additional information about Linkish or EFT in Arena, and some more features related to that will be shown on TwitchCon in Rotterdam. TwitchCon? Will be in the end of June. Will ich auch mal das Robot sehen, die Scheiße. Okay. Okay. Nein, nicht vorbei. Nicht, nein, er hat gesagt, es ist vorbei. Let's go with the second code, I guess. Ja, zweiter Code. The second code. Или быстро. Nein, nein, er hat nur Spaß gemacht. Пофиг, непонятно. Ладно. Best zweiter Code. Почему Bitcoin? The second code is Bitcoin. Но там не Bitcoin. Bitcoin. Most likely. Zweiter Code. It is not a Bitcoin in that, but it's just a random words for the code. Code aktiviert, beim ersten Mal geklappt. It's not sehr working. Ich habe working falsch geschrieben. Okay, okay. Unfortunately, there is some kind of technical problems with a lot of activations Classic. Of the codes. So I will not do it so fast, I believe. Of course, many of you try to ask questions in the chat. I can see that the chat is going too fast, but I know that you are struggling in PvE, oh, waiting lines and everything. Yeah. So first of all, there is tremendous interest in PvE. There is a lot of players playing, yes, PvE, and I can understand that the PvE is pretty neat if you want to just play with your friends. Yes. Without, or like a single player without any, you know, roughness of the PvP mode. And right now it's all based on our servers, and the thing is, even if it is a single player playing on the single location, it's still the instance of the room, and we need a lot of additional server capacities. But we decided that we do technical changes pretty soon that will give you an ability to play it easily in single player game modes. So it will be stored on your instance. Wie bei SPT? Sozusagen? It will be only for the single player mode, of course. If you want to play with the friends, you will still need to use PvE servers. And right now, 70% of Krass, PvP okay. players are playing single player kind of game. So that's why we need to. Oh, the ganze chat blipped aus. W in the chat. This client server W in the chat. On your client working well. So, das ist gut, Alter. So alleine dann auf deinem Rechner nur. And you just need to wait for it. And also, W. We plan a pretty big amount of features related to the PvE, specifically for this game mode. Yeah. I will tell you a bit later about it, I think. Mods zum Beispiel. Okay. Okay. Oh yeah, guys. We have it. We have the new Rigi series first episode. Oh, nice. We have it. We will show it exclusively live on this podcast later. Go ahead. So yeah, hold on. In the end of it, of course. Let's go further down the so that? Crazy? So there will be Unity 2022 update. Oh, ETS. Endlich. Finally we managed it to run pretty good. Yep. And we plan to release it on the ETS servers. It will be soon. Again, right after the podcast, you so will see the map of all stuff that we plan. Okay. With the dates and everything. Okay. And, yeah. Und ich laber die ganze Zeit. Oh nein. Scheiße, man. Special Unity 2022 update. And we'll definitely need to test so, tamam. On an ETS server. Tamam. What's Unity diesen Guy? Tamam. Ja, hab ich schon mal gesehen, ja.
Basically, it will be the same game. Oh. And as I said many times, it's a kind of, it's not like a new platform for us, but it gives us a lot of abilities to optimize things, to make the networking better and everything. Die neue Engine, ne? Ja, gesprochen. Genau. To this new. Aber er hat nicht gesagt, welche, ne? 2023. Outdated, actually. Ah, okay, okay. So genau. To Unity 2022. Ah, 22? Oh. Ja, 22. Oh, okay. Optimization, networking, graphical features and everything. Das wird 23. It's needed, it's needed, it's really needed. Ja, verstehe ich auch nicht ganz, warum nicht die neueste einfach, aber hey. Ja. Okay, so there will be improved matching for PvE, yes, of course. Mhm. Das mit dem, hier, wie bei SPT, das ist geil. Ja, genau, auf deinem ich habe auch gesagt, genau. das ist das Einzige, was wir machen konnten. Das genau. Beste, wirklich. Ich glaube, die Leute wollten nicht mehr, weißt du? Ja. Some of you or the big part of you even don't like the new armor system. It's not like ich mag's. It's done bad or something. It's just done realistically. Ich find's ganz cool. Es gibt ein bisschen mehr Tiefe und so. And right now it's pretty hard to determine how exactly you should play it, how exactly you should use the armor, because literally there is some kind of RNG stuff ongoing, especially with those new armor hit zones added, new body hit zones added. It's hard to guess how exactly you should use the armor. So we decided to simplify this system. Okay. To give you more understanding and to give you more idea that okay, aktualisieren, ja, ja. This particular, es wird gleich runterfallen, der Preis, glaub mir. And at least immer noch 200. Ein bisschen was mit Munitionsbeschreibung oder sowas. So vielleicht. We want to simplify it. And for the clarification of that particular feature, all side, front and rear armor plates will have identical colliders regarding of the type of installed armor plates. Colliders of armor plates significantly increased, so it will be bigger. Front armor plate also protects the collarbone area plus partially protects the armpit area. So at least you Jesus. Save this armpit. As we will tank, yeah. Holy shit. I hope gameplay wise will be closer in terms of using armors and vor allem bei PvE. I don't know. Ja, man. Understanding the whole hit. Chat flippt aus, W wieder. Kind of stuff in the game. A W. Was soll ich dir auch sagen, warum? Weil sie jetzt, nachdem sie es verkackt haben, endlich mal auf die Community hören. Ja, schon. Ich werde den PvE erleben. I think it will be pretty huge. I know the complaints about the armor. Ja gut, der Patch kommt erst, dauert noch. Der Patch, der sagt ja, wann er kommt. Es kommt jetzt nicht direkt, aber wenn es kommt, dann wird's geil. Big amount of changes lately for the last months at least. True. Different kind of balancing changes, a lot of things. Quality of. Ich habe ein Telefon gehört. Ja, er telefoniert einfach. Er telefoniert einfach. And, ja, aber Nikita wusste, wer es ist. Man. Er hat gesagt, grüß oder alles Gute oder sowas. Ja, ja, ja. It's important, so again, geil. Thank you guys for participating in our service. Cool. And there will be polls in the game. Will be? 100%. Was? Polls? Ah, special Umfragen. Umfragen, ja. You will have an option to answer these polls and receive verrückt, rewards. Als ob cool. Verrückt, Wahnsinn, gell? Oh mein Gott. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Okay, let's go next. Ich werde ein Lighthouse wohnen, ja. Lighthouse Village einziehen, ja. Echt so. Komm, mach Streets noch größer, damit Performance noch besser wird. Was noch? Was? Oh, nee, Alter. Streets noch größer. More varied behavior of PMC bots, simulated player behavior, moving between points of interest, exit locations, engaging with raiders. And different balance adjustments, and they will be pretty soon. Actually, it's planned for the early June, this update. Oh, wow. And it will consist of different... Also, ja, Streets läuft auch gut, wenn ich nicht streame. Also morgen. So morgen, 1. Juni. Things that we promised you. We promised you, and we will do it, of course. And also additional balancing changes. Disabling the hearing range bonus in the perception skill. Okay. Faster skill leveling in the hideout. Skill leveling. Oh, wow, reduced recoil of bolt-action rifles. Okay. And increased spawn of chance of optics. As well as with different kind of stuff that also will be moved in into the patches. So this is just a examples of it. Es kommt mir echt so vor, als ob er auf Community auf einmal hört. Echt so. Verrückt. Wahnsinn.
also right after this patch there will be that update with the new type of PvE single player clan server thing that I described just before that. It will increase the matchmaking for the single player PvE. Promo code не дает бонус в PvE. Unfortunately. Promo codes will not give you bonuses in PvE, unfortunately. Promo code. It's only for promo PvP. Code. Shit. Dann brauche ich das Zeug nicht. Schade. Steiß auf das Zeug. Ich nehme es trotzdem. Ich habe genug Geld da. Really instant. And with this update also we plan to open the PvE purchase for other editions of the game. Du musst mehr believen. Right now, if we will open it, the lights will be even more. Like right now, it can be 20 minutes, 25 minutes. I saw like 40 minutes line. Ich hoffe, 40 Tage durchspringen. Ужас, так нельзя. Это не по-людски. Поэтому мы будем делать другие вещи. Вот эти классные оптимизационные штуки, которые позволят ускорить все фундаментально вообще. Er sagte nur, dass die Basics ändern werden und so. Damit das besser ist. Dass die Basics ändern, so ist. Das Fundament sozusagen. Damit es besser ist. Die Grundlage, okay. Genau. And, it will, this stimmt, du kannst ja Russisch, Alter. Ja. Chillig. From Unheard Edition. Ich hab keine Ahnung, was der gelabert hat. Der hätte auch seine McDonalds-Bestellung aufgeben können. Compensation for the successful cheater reports. Oh! Good. And PvE wipes. It doesn't Was? Mean it will be PvE wipes. There PvE will be an wipes. Option for you to wipe PvE. Okay, cool. Yeah. After that will be TwitchCon Rotterdam. Oh, das heißt alles das vor TwitchCon. And I think it's time for... Oh, gute Frage. Er hat ja gesagt. And then will come TwitchCon. TwitchCon. Wann ist TwitchCon Amsterdam? Amsterdam? Ja, ich bin aber nachschauen schon. Ne? Okay. Rotterdam oder Amsterdam? 29. Juni. Okay, also vielleicht Ende Juni, Juli? What? Ja. Wahrscheinlich. As we are waiting for the juice time provider. Juice time, ja man. I will switch onto the chat and maybe I will pinpoint some questions. Ja. Unheard. I will try to. Unheard discount. Boah. AFK Dev. Can we give us any update about the audio? I will give you updates about the audio a little bit later and then that special. Warte mal, ich muss was fragen. Graphic. New graphics? What does it mean W? Ich habe vergessen. Will be. Er weiß nicht, was W heißt? The fuck? Hat er gefragt oder was das bedeutet? Ja. Was heißt W? First fix promo code. The guys here for the promo codes. Sure. And only for natürlich. Natürlich, Digga, was natürlich, ist los mit was sonst? So many of you trying to activate the promo codes. Als ob ich dein Game noch spiele. Okay. Echt so. the questions will go right after I said, like, there will be a limit to the money transfer from Arena to base EFT. Yes, there will be a limit. Will be. Comfortable limit. Is not finding rent flee stain. I think. Oh. Yes. Oh wow. I think the current flea market, without the fight and raid option, will be staying. Interessant. So it's not an event. Guck mal, das guck viel, hat er. Right after the wipe. Krass. Okay. Right after the wipe. Okay. Maybe. Co-op extract, make it easier. It's possible. And weapons. Does nostalgia include the extra pocket space? Yes. Hideout cat. Currently working on it. Okay, sehr gut. AFK, du musst irgendwas verkaufen. Verkauf deine alten Waffen. Ich sehe doch, was du scheiße Separate hast. Separate hardcore mode. Actually, it's been designed right was? Now. Okay. Blin, как много всего. So, dass man zwei Accounts hat, sozusagen in einem. Ein normaler, ja. Где он, кстати? Kukri! Das ist 10 6 Bucks. Dollar. 6 Bucks. Ja, ja. 6 Bucks. 6 Bucks. Работает. Unity Engine, Unity Store. Kukri.
don't need Kokri. Kokri. Don't need Kokri. Remove beacon from PvP. Yes. Beacon. You mean that beacon? It's not ready even. We don't know. Maybe it will be done totally differently. Oh, okay. So it's still planned. So hold on to that. If it will be something unbalanced, we will balance it. Boom. Mic drop. Wipe. When is wipe? I will tell you. When okay. Wipe будет. Somebody wants longer PvE lines. Longer. He wants yeah. to extend the line longer. Да. Очень хочется, потому что не хватает. And also actually we're planning to da habe ich einen guten Tipp, dann installiert das Game einfach auf einer HDD. Basically the game is kinda established. Ich bin mir ziemlich sicher, das hilft dann. Bestimmt. Das fixt das Problem. Yeah. And it's pretty hard for us to redo some old stuff without breaking the new stuff and everything. For example, I know that you people who struggle with the matchmaking and stuff, you really want an option immer to have nicht. The ability to manage your stash, manage your hideout while waiting. And we plan to do it, actually. It's planned. Was ist planned? So, again, it will be hopefully before the release. And irgendwas the release mit dem PvE-Modus. Ah, okay. Pretty soon. Release dieses Jahr noch? Like pretty soon. Not like soon. It will be soon, but in terms wenn of interessante soonness, Frage. Heißt so. Also Dezember. Soonness, it's like soon. Just soon. Что, не будет, да? Не сися. Я бы так и понял вообще. Там мне как-то бок мне. Алкоголь. Ну, мы можем просто вот эту перебивочку сделать джустаймовую. А можно и без перебивочки, в принципе, делать. As you saw on the camera, it's juice. It's literally juice. Sure. DLSS, BBB, непонятно. Келлич eingetan, oder? Was? Der Mirka rechts, schon in den Kelch rein. The terminal is the final location of EFT in storyline quests. You will get okay. it in the release version of the game. Okay. PvE, блин, как же все это... Как остановить его? Как его остановить? Видишь, он все равно фигачит. Warum klang das, was gerade gesagt hat, wie Kackwurst? Does achievements reset... Er wollte nur Chat langsamer machen. Does achievement so. Reset on wipe? Completed achievement will not reset. Okay. The progress right now is getting reset, but I need an early discount. Doing the thing that the progress will also be saved. Okay, das ist cool. Wipes. Yeah. Если же в очках люди думают, что я не искренний. Это я сам придумал. В глаза хочу тебе смотреть. Я сам придумал, да. Augenringe des Todes. Geht aber eigentlich. Geht eh nur, ja. Yo. Swag. Also ich glaube, ich habe fettere Augenringe, um ehrlich zu sein. Ja? Ja, glaube schon. Scheiße, Mann. Abos ist 45%. B-b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 -
What's the level? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ach, du hast mich markiert. Sorry, das hätte ich verpasst, ja. Flaps hat recht übrigens, der Kopf sieht wirklich mega groß aus von ihm. Echt so, oder? Der echt komisch groß aus. Digga, ist einfach so ein Funko-Pop. Oh mein Gott, Nikita Funko-Pop, ey, das wär's. Echt so, oder? Nikita Funko-Pop. And in August. Was? In early August, we will have 0.15 patch. Damn, early August, wipe. Ja. 0.15. So, the wipe is planned for the patch 0.15. We plan to release it in the early August. Before that, we will fill in, we will get you a lot of cool events. Damn. Pretty good wipe. I can promise you that. Ich wüsste gerne, ob die Events halt auch im PvE-Modus sind, ne? Ja, der letzte gab es aber auch im PvE. I have something to show you. Yep. So okay. Ich habe es bei beiden gemacht. Guys, think that it's a good time to give you a code. Let's do it. Promo code. The code number 3. I hope the server will Was ist jetzt mit dem DLC, dass die EOD-Leute nicht bekommen haben? Ja, das bekommen ist, alle müssen, alle EOD-Player haben jetzt auch PvE-Modus 2 gespielt. Ja, ja, genau. Ja. So, wie ist der Code? Obwohl, ist scheißegal. Zero. Oh, zusammengeschrieben, Ground Zero. Ground Zero, okay. I give you time to use it. Okay, so. Obwohl, komm, ich hol mir trotzdem. Nur Bitcoin funktioniert bei mir nicht. Bei mir war es beim ersten so. Da irgendwann stand dann, dass ich es schon aktiviert habe. Ah, steht, stimmt. Promocode wurde bereits erkannt. Especially for the endgame content, the storyline quests, the new graphics, the optimizations, sehr gut. And the whole bunch of different quality of life features that will be available only in the release version. Da. So that's why right now we're kind of limited, because we are working on that, we're working towards the release and everything. But still, the August patch will be pretty huge, it will be a lot of stuff. Sehr gut. Die müssen die Scopes überarbeiten. Da. Manche. Monbil. Wie meinst du? Ja, dass du bei manchen Scopes Frame Drops bekommst. Kennst du's? Ja. Das müssen die. Sorry guys, but I got misled with this. The third promo code. Sorry. Habe ich schon. I'm not here for promo codes, basically. Ja, aber so, wir sind hier für Promo codes. Wir sind aber da für Promo codes. Go use it. Bruder, trink deinen Orangensaft mit Eiswürfel. Daran merkt man, dass es kein Orangensaft ist. Ist so, ja. And, ja, du musst mal wieder reinschauen. Muss mal reinschauen, Flups. Eigentlich schon nice. The reason that I'm constantly talking about the release of the game, it's not that simple, because welche Version hat er, weißt du es? Müsste EOD haben, der Flups. Ja, dann guck auf jeden Fall rein in PvE-Modus. Ja. Der macht schon Bock. Ja, aber Late-Wipe macht keinen Sinn, ja, schon. Aber du kannst PvE probieren. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Keeping that level of suspense and the interest of the game. And we are really, really happy, actually, still that you are still with us. Ja, natürlich. Long time supporter. I'm a believer. Oh, alle müssen reinschreiben. True believer. Ich echt so. Absolut. The best community we have. The best. was ist das speziell an den Modi? Ja, dass du alleine zocken kannst. Aber es soll auch irgendwann Mod-Support kommen, okay, let's also show something from the August da könnte noch mehr kommen. Mm. Achso, und bei PvE-Modus wird nicht gewiped, das bleibt für immer. New Hideout Zones. Neue Hideout Zone. Was ist Chill Area? Was soll das sein? Müllhalde. Kannst du den PvE-Modus zusammen abhängen, oder was? Ja, das zählt trotzdem. AFK-Dev hat keinen Platz mehr. Damn. Ja, musst du verkaufen. Okay. Ja. Ja, man hat separaten Stash, ja. Genau. Oh, what the fuck? Kultisten oder warum war das? Den kannst du nur mit der Kultistenjacke betreten. Ah, ja, понял. Another addition for the hideout. Oh, wow.
Ega. Das ist heftig. Mit Armor, mit Puppen so. Jesus, das ist geil. Das ist Giga-Chat. Und dann gibt es PvE, PMCs oder. Ja, genau, es gibt PMC-AIs. Genau. Alles wie PvP plus alleine. Das Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist: guck mal, sie haben da schon so lange dran gearbeitet und so, ne? Ja. Warum wurde nie darüber so. Weißt du? Echt so, ja. Wir wollen uns gerne jetzt überraschen. Wir wollen uns überraschen halt. Aber ja, das sieht schon geil aus. Aber es ist halt schon so, das Game ist so mega lange in der. Weißt du, so, wie ich meine? Ja. Hast du recht. Warum dauert das immer so? Ja, keine Ahnung. New Guns. Okay. Uzi. Nice. Uzi Pro. Ja, die Scavs, die PMCs AI sind so zwischen Raiders und Scavs. Und haben auch gut, schon, die haben schon recht okay Ausrüstung, ganz gute Ausrüstung. Für den Anfang ganz gut sogar. Dann später nicht mehr so gut, aber kannst es verkaufen. Ganz gut. Nice, Uzi, immer gut. This one you'll definitely like. Imi Uzi. Oh shit, so schnell sind sie schon. M60, holy shit. Und die looten auch für dich mit. Das, ja, die können looten, aber wie genau oder wie krass die looten, weiß ich jetzt nicht. Habe jetzt nicht so viel gespielt. Ey, M60 wird shreddern, Alter. Das Ding peaks, Alter, sagst du. M60. This one you will also like. Oh, wow, warte mal. Neue Mods für die Waffe. SR3M, ja. Geil. Ja, so ein Schiene oben, ne? Ja, Mann. Und mit Griff richtig dran. Andere Farbe. Nice. Sehr gut. Die Waffe ist geil. Hat er gerade die Kugel aufgefangen, als sie rausgesprungen ist, Alter? Ja, ja, aber das gibt's bei manchen anderen Waffen auch schon. ASVL-Mods. So right now we geil. Neue, oh, das freut, da freut sich Dominik. Oder haben die VSS überarbeitet komplett? Sind das neue Animationen? Ich glaube, ja. Ja, ja, die arbeiten ja gerade an neuen Animationen. Genau, genau. The weapons animation team is like the best. Ja, cool, Alter. Oh, guck, auch in schwarzen. Ja, Mann, cool, Alter. Mit Holzgriff. Schick. These animations give me bone. Das Animations gibt mir Wunde. Cool. Was flüstern die da? The bipod mechanic. Right. Nein. Now it's work in progress, it will be changed, but. Endlich, Digga. Bipods, endlich. No way. Hat das lange gedauert. So geil, das ist geil. Für Sniper spielen. Einfach auf dem Berg geil liegen, ja, zwei Mann. Stunden lang und dann. Geil, Alter. Okay, ist nur Work in Progress, sieht man, aber ja. Geil, Alter. And it's not only limited to the bipods. We also auch im Liegen, bitte am Liegen. Stick in your weapon. Yo! Ey, wie bei SPT, wie bei SPT. Ja, aber da wäre geiler, wenn es so an, like wenn's schräg wäre. Schon, ne? Geil. Sniper ist eigentlich geil, wie ja. Fischen. Ja, du brauchst Geduld. Really good. And let's quickly and briefly go through the list of the changes. Of course, it's not final. Bis der Fisch vorbei läuft. They will be totally reworked factory location with the new graphics, with the new layout even. So it will be based on the original factory, but it will be different. And okay. We will keep the old factory for the sake of old nostalgia as the event, or we will think about it, how we will do it, actually. But there will be new factory, because the factory is kind of outdated in terms of graphics, and we decided to redesign it for the sake of, you know, for the league. Von grafischen her ist es genauso outdated wie die anderen. Yeah. Also, there will be a new kind of event called location-to-location traveling, or marathon. Oh, God.
So, event will start at a quest to travel a list of location in a certain pattern. Once event is finished, the mechanic will remain in the game. Oh, wow. So, you will have an option to travel from locations. Geil. Through a special extraction. Wurmlöcher. Nee, mit dem Auto. Mit dem Auto. The exact gameplay mechanics and exact gameplay, we will show it later. We don't have a video for today, but we will show you the additional info. Also, there will be Mortar Strike event. Event wie Among Us. There's gonna be a higher chance for it if it happened at the start of the event, then it remains as a permanent mechanic with a certain chance of occurring. As you mentioned that in my Twitter, there was a like short development work in progress video of the Mortar Strikes. So das wird gruselig. As an option that you can try to avoid of, and also maybe you will be able to use that for a particular reason. I don't know. Mm. We'll see. Auf Shoreline, glaube ich, ist Tripwires and landmines. Mm-hmm. You will be able to install them. Was hat er gesagt? Was? By both players and AI. Ich habe kurz weggehört. You will be able to tripwire the containers and the dead bodies. Oh nein, mit Ding. And also, there will be demining. Sag schon, ja, hier, Minen und so. Selber zu platzieren. Ja, ja. Disabling or something. Okay. And there will be new boss called Partisan Boss. Oh Gott, keiner hat Bock drauf, Digga. He will be on also GL gibt's schon. Mercer soll bei Shoreline kommen. Kommt noch. And one of his main reasons Tripwires auf die Leichen drauf, das ist heftig. Down bad players. So we will PMC Karma. Ja. Secretly at the first time. Alter, ist das mies. We will not give you any information about how exactly you should level it or something, but of course Hilfe, echt so. Sneak it. PMC Karma ist heftig. Das ist echt mies. I don't like that. Das wird mies. I don't like that. They spoil. They constantly spoil pretty good features. Yes, for example, ich wollte gerade sagen, Logical Solution will's rausfinden. Ja. Echt so. Was bringt das? Also, wenn du von deiner eigenen Fraktion die Leute killst, dann kriegst du Minus-Karma und irgendwann soll halt ein Boss kommen und dich jagen. Bipods and the gun resting. Also, we will lower the progression rate in PvE a little. Jumpscare des Todes, AFK. Du bist richtig so erschrocken, Alter. Hideout zone for equipment kits and mannequins. You saw that. Cultist zone. Functionality will be explained later. New guns. M60, Uzis, Desert Eagle, and SR3M. Ooh. They will be pretty, like, this task, actually, I waited it for so long. We will finally fix the clipping of the gear of helmets and gear on your character. Desert Eagle, like, then, like, literally, it's been forever in the game, and we'll finally fix it. Cool. Keine Kleider clipping. Quality of light features like manual input of values in in-game settings, grenade selection by pressing G, flashlight and tactical modules activation upon holding the button, advanced adjustment input, I believe. Okay. Advanced adjustment input. Welche Diegel weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal die aus Counter-Strike. Die Diegel. Armbands with Das wird ich weiß, was er meint. Was hat er gesagt? Er meint diese Flashlights, die ganze so blinken, wie in Real Life. Yeah. Die ganz schnell flackern, die sollen kommen. And a lot of technical stuff, which actually related to the animation system, trigger system, UI controllers, refactor and inventory synchronization, and different kind of stuff, which will give us more optimization, of course, and more options to... Können die DLSS mal upgraden? Stuff for that systems. Pretty big list of audio changes also. Detailed work on environmental sounds on locations. Optimization of the sound system for performance, refinement of complex, the complex. AFK, keine Sorge. Adjustments of balance for active headsets. I know that you're constantly asking about this balancing thing. It will be in the game.
Adjusting the radius of audibility of movement sounds depending on speed, surface types and player position. And balancing AI and PMC voice volumes. Volumes? Да, сделай потеплее, я уже нахрен замерзаю, походу. The performance part. Performance? Yeah, ich höre zu. FPS optimization all locations. Yeah. Work is, it's actually underway right now. Again, there is a pretty big amount of work that's still left for the optimization, especially on the streets. Kauf Stashlines direkt. Kauf 5 Stashlines. Specifically for this huge location, that is really hard to actually to optimize it, because the detailization of it, it's pretty huge. And we'll still think about noch mehr Kerzen. How exactly we should do this, how exactly we should balance the FPS levels across the whole locations, especially streets locations. Streets location. Ist so. Optimization of lobby performance, implementation of the new cooling object cooling system on all location, and we hope that we'll have the pretty good numbers of increasing up in performance in the end of this year, for sure. Okay. Okay. Еще есть? А у нас на самом деле уже практически ничего не осталось показывать. Nein, nicht. Er meint, es gibt nicht mehr viel. Promocode, Force Promocode. Schon wieder. Noch ein AFK-Dev ist voll. Er kann nicht mehr. Nikita, hör auf. Oh. The fourth one is Obdol Boss. Obdol Boys. Obdol Boss. Obdol Boss. Das ist auch der dümmste Name. Echt so, ne? Für irgendwas. Code aktiviert. Ja. Bestimmt nur Sims drin oder so. Halt, mein Stash ist halt auch voll in Game, weißt du? Und ich hab den anhört, Stash, ja, der voll ist. Stimmt. Damn, das ist mies. Okay, in August there also will be a patch for Arena. And it's huge. It will be huge. So there will be totally new custom preset in Arena. And a significant rework on the current preset system. And most likely something again related for the linkage of the EFT arena will be implemented together. In September there will be TwitchCon San Diego. We will be there. Auch TwitchCon San Diego. In October there will be huge event. Oh Gott, Hilfe. And I don't know, I mentioned that before. Wir werden da sein. Nach Halloween. No, I didn't mention. I didn't mention that. And I won't mention that. Yes. Nein, er will uns nicht sagen. Die Sau. 1.0. No way. Das call ich jetzt. Das ist mein Prediction. 1.0. The October patches. Ja. Customization. Fucking Stims, Alter. Armbands as a reward for the achievements. Customization, I mean the clothing. So we will link the rewards for the specific achievement. For example, the killer suit. It will be a permanent reward. So if you completed that achievement and you got this killer tracksuit, you will have it cool. Two wipes. Das ist cool. And the special. Das werde ich nie schaffen. 100 mal Killer töten. Another quality of life. Interaction same. With inventory and hideout during raid search. As I mentioned, du findest so irgendeinen Bug have an option oder so. Yeah. Do something while you wait for the match. You will able to view inventories of other party members while you're loading. Cool. Bin über 10 nie gekommen. Damn. We will implement smooth zooming in optics. I think we will do it earlier than that. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe den noch nie gekillt. Ich glaube, nur einmal habe ich ihn gekillt. I won't tell you that. It's a pretty interesting one. Autumn season. With all of this, you know, effect, foliage and stuff, there will be autumn season. Cool. Herbst. Schön. And most likely you will be able to select the season in PvE and select the difficulty in PvE. Whoa, what the fuck? In that period. Wo sind die W's im Chat? Actually, W? Da kommen sie. The plans. Nein, so das war's. Right after, we will wrap it up and post the picture of this roadmap for you guys. Würde. Das Ding ist, bis ich bei der Mission war, hatten die Mission schon alle. Und dann hat es einfach ein PMC-Hack-Mack. Ja, true. Ey, neue Chibis? Wie heißen die? Neue Figuren. One of the
Von den Bossen. Cool. Wer ist der Rechte? Keine Ahnung, Alter. Ach, das ist doch der eine Mitarbeiter da, der Bärtige. Ach, der da. Ah, so. Das ist cool. I still have a pretty big amount of questions in my Twitter and I will Killer. Look in there. Loops, ganz ehrlich, scheiß auf Killer. And try to answer. Guns habe ich nie gekillt. A bunch of them. And you can actually start the game. Oh, er spielt ein bisschen, meint er. Was, Tarkov oder Arena? Tarkov. Also, irgendwas. Also, ich hab ihn noch nie Tarkov spielen sehen, ne? Nicht? Er ist so schlecht, er ist so schlecht. Kann ich mir vorstellen. Er ist so schlecht. Aber weißt du, was Killer wäre? Ha? Wenn er jetzt... Das neue Update spielen würde? Die neuen Features spielen. Oh ja, Mann. Das wäre geil. Die Drops sind nice, wenn man sich in den Vibe noch nicht eingeloggt hat. Ja, true. Weil ich sag mal so, ja. Das wäre doch chillig, also den Leuten das so zu zeigen, anstatt ins kalte Wasser reinzuspielen. Ja. Und wäre mal was Neues. Ich glaube, Nikita packt gleich die Fragen aus Twitter. Ja, hat er gesagt. Ja. Ganz kurz, lädst du es uncut hoch oder cuttest du? Eigentlich uncut. Okay. Ja. Ich weiß nicht, mir connectet sich nicht. Komm, Nikita. Was beschwert er sich? Twitter funktioniert? Er lädt es am Handy nicht. Das ist halt ein iPhone, was du da hast, ne? Was soll ich sagen? Oha, First Messenger. I'll be better. Hallo YouTube. Leider sieht man deine Nachricht nicht. Muss sie eh im Chat schreiben. Hinter mir. Ja, ist so. Hallo YouTube. Ist echt so. Hallo YouTube. Geht mal alle auf twitch.com. Ach, twitch.com vor allem. Twitch.com. Warte, das funktioniert aber bestimmt auch. Safe. Yes. Twitch.tv/WickRateTV. Ey, Twitch.com geht echt? Ernsthaft? Ja. Lol. Any plans to improve the quality of PvP interaction? Ich glaube, das schreibe ich jetzt überall hin immer. Und dann klicken die Leute drauf, weil sie denken so, hä, ist das TV? Yes. We actually kurz have Küche, plans to improve the PvE, for sure. Ja, improve PvE, and okay, gut. Of course, PvP also, with the events. I think that we will do some specific events only for PvP, so we will have an option to no way. Participate only in PvP, not in PvE, for example. Da. Oh, shit, er lädt rein. Natürlich hat er anhört Edition. Damirka. Damirka. Wer ist Damirka? Der Rechte. Das ist also, und wie schnell er drin war, ne? Echt so. Of course I will make the game I want, of course. Ah, der spielt bestimmt gerade PvE-Modus. Safe. In terms of usability, like quality of life, oder so local server. Some of the features were done pretty harsh. Bei ihm lag's, weißt du? Ja, es hat krasses Tiering, ne? Of course, we're still going in our own direction for the game. And we ping are abuse. 100% sure. A lot of people playing ground. Super! Was hat er gesagt? Gut gespielt, hat er gesagt. Mirko is the best player. GG. Er hat den Spieler gekillt? Jer Fox? GG, Alter. Mensch, Alter. Can we please move around while packing Max? Никогда такого не было. Тихо. Can we please move around while packing Max? Willkommen zurück. I think it's possible somehow. Maybe we will do some loading animations or something. Wie bei Abi im Laufen Magazine lernen. Oh ja, das wäre richtig geil. Ja.
It all depends on actual new visuals and new shaders that we plan to do in und wann? Total visual overhaul the game. Und wann? Das will ich wissen. Can we get a menu where we hold G and scroll to select what grenade we want to throw? It's planned. It's planned, okay. Will Found and Drain come back after wipe and will the inertia be back to normal as well? I think no. We will keep it the same. So the Find and Drain thing for flea market and the inertia levels will be the same as we have it right now. Ich persönlich? A lot of people are frustrated with the new armor system. Are you guys planning to do any changes to it? As I mentioned it before that, yes, we plan to do that. We plan to simplify this system. Ich persönlich denke, es wäre gut, wenn so ab Level 30 das verschwinden würde, zum Beispiel, dass man erstmal ein Hochlevel muss. Yeah. So Found and Raid, weißt du? Yeah. Das wäre geil. Possibly further plans to discuss with the community. We don't plan to do anything for the monetization of the game. We just, I even like remove my glasses. So, okay. Now it's stash expansions, clothing. There will Kappa. Be Kappa. An option for you to buy PvE access for that version that don't have the access for the PvE. Yo, Flups. And that's it. Bis später. And that's it. Guten noch. 100%. Guten schönen Abend noch. Blumenpflückchen. Ich Spaß. Danke, danke. Are you going to get 40 player streets before 1.0? Nein. I cannot answer that. I cannot answer when will be fully released, but it will be. And the 4 player streets is also planned. What the fuck? 40 player streets ist niemals, Digga. Able to pin or lock the cases das ist krank, Alter. To combine the same food and water and meds. So the inventory locking system is planned. Okay, gut. So yeah, we need to wait for it. Can you raise jump height to what it was before? Currently, you must vault to get to some places, and many times it doesn't work. Also, many people jump spots in Hooker. Ich glaube, so ein Laden, wo man so braun schön bekleidet sind. Ach so, okay. What is around the corner? Around the corner, I mean right now. Around the corner. Shisha. Ach, der... shit, ich glaube... was du meinst. Wipe date. Wipe date is August. Early August. Ach, der Shisha-Raum. Der Shisha-Raum. Ja, yeah, genau. Doch, den kenne ich. When will we get regular events during wipe? Soon. Soon. What is planned with inertia? Right now, nothing more to current state of the inertia. We lowered it, and that's it. Okay. Can you clarify or and confirm if PvE might have to wipe during beta? We don't have the plans to wipe, to hard wipe PvE, but you will have an option to wipe your character in PvE. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch. Please let us jump when we are in bushes again. No. Nein. Sonst machen die Leute im Busch Pickup. Echt so. Dead. Will you preview game on a new graphic engine? Of course, there will be materials. We will show you something. Like one new engine. One visuals. Not a new. No chance for bush rookies. Echt so. Continuous healing, plant. Oh. Lock containers in place in a stash, plant. Move while packing mags. We'll think about it. Okay, denk drüber nach. Scav into a random map. Most likely. Oh, was? Most likely. Most likely. A change for the scav gameplay. Ich meine, mit dem Mag packen könnte man auch so machen, dass man, wenn man aus dem Menü draußen ist, halb so schnell zum Beispiel nachlädt. Ja, man. Zum Beispiel. Weißt du, das wäre ja auch eine Option. Ja. So, this is it. Tank Battery Most Walk Challenge. Ist so, Alter. Fucking Tank Battery, Alter. New Unity. Can we please remove the giant wall that splits customs into two parts? Oh.
Nein? Think about it. Okay. Einfach mehr Löcher reinmachen. Smoking Six. Ja, Zigaretten, bitte. Bei EFT. I'm going to make it possible for EOD owners that upgraded to the Unheard edition have the option to swap between the EOD and Unheard name tag if they wish. Yes, it's planned. Also, das haben wir schon mal gesagt. There will be pretty neat, unique dog tags for the EOD owners and for the Unheard owners. Prestige system, yes, it's planned for the release version. Performance patches, yes. Yes. А ты уже играешь или еще нет пока? Пока нет. Ждем. Der ist bestimmt schon wieder gestorben. Echt so? Deswegen zeigen die gar nicht. wieder gestorben. Тагила. Чуть не голова заболела. Сок невкусный. Да. Any plans to improve Street performance? As I mentioned, the yes, like it's a big task. It's really hard to optimize it because it's too dense with all detailization. And actually, there's a lot of questions that I already answered this podcast. And thank you guys for this question. Like, thank you very much. Bitte, bitte. You're welcome. What? That's the good one. That's the good one. Was? What are your plans to draw back the diehard players that have stepped away due to new games in the genre and the past tribulations? Oh. Gute Frage. I believe I just need to go on further with the development of the EFT. Release it. Yeah. And fertig. In the way that we actually wanted. So we just wanted to create the game that we love. And this is the way. We will not do anything regarding of like forcing players in or something. We're just doing W. our job. And we're making the EFT. And of course, we're listening and learning. Yeah, that's it. It was like this. Du, ich glaube, so viele Minen gibt's auf Streets gar nicht. Maybe. Or even 8 years already. Das sind schon 8 Jahre? Oh mein Gott, ich fühle mich alt. Das ist halt auch ein bisschen traurig irgendwie. Schon. At the mines, what's... Running Tarkov adjusting feels great. BBB. Da. Yes, we need to fix that hideout performance. Armor system is not good. Stat tracking for weapons. Stat tracker? Gun customization arena. Yes, there will be, as I said before, there will be huge update related for the customizable presets and so on. And this is it, actually. A lot of questions already answered during this podcast. Thank you very much, guys. I know that there's ongoing bombardment in the chat with all the questions. Thank you very much. And I think it's a perfect moment to Damirka to finally... sitting matching for at least 10 more minutes, I guess. Это ПВЕ? Да, 6. А, это ПВЕ. 6 минут. Was? Ich glaube, es ging nur ums Reinladen. Wann du spielst. Atmo Kultist for Night Raids. Ein guter Punkt. Let's watch Damirka dying one more time in PvE. Ah, ich will doch PvE. I can give you the last promo code. Noch ein AFK Dev kann nicht mehr. Keine Promo Code, stopp. Abruf. Soll er die halt nicht einlösen? Echt so. Fake. Big! Fake! Ah, vielleicht gibt es ein Fake Case. Das wäre heftig. Fake ass. Will you support EFT after release? 100% of course. The DLCs, Scav Live DLCs, will be pretty good. The first DLC that we'll have. I think it will be Scav Sehr gut. Live DLC. And the clan DLC.
And it all will be included in EOD version and the unhappy. Was? EOD bekommt 100%? Auch? Was? Damirka can even elaborate on that. Damirka say yes, that's true. Yes, yes, that's true. Yes, of course. Yes, EOD come auch. On. It better be included. Warum beleidigt er immer auf Russisch, Alter? Ich will auch verstehen. Nein, er hat nicht beleidigt. Er hat sich beschwert, warum alle auf ihn drauf gehen. Die Mimöse, meinst du? Genau. Die Welt ist so unfair. Ja, ja. Roadmap posted. Skins. Er hat nicht mal gesagt, dass es neue Skins im Shop gibt. Stop listening to streamers. Hä, wie? Oder hat er gesagt, dass es neue Skins im Shop gibt? Nein, nein, er hat das gerade gelesen. Fickcode hat kein Fickcase gegeben. Ah, schade. Ja, Anzeige ist raus. Echt so. Anzeige. Falsch geparkt, da gibt eine Anzeige. Da gibt eine Anzeige. More permanent so, ich will jetzt 28 Stash reinhaben. Spaß. Ich kaufe mir Stash Lens. More mouse sensitivity options. Und dann zeigen wir die Adjustments. Look, kauft ihr ein paar Stash Lens, komm. Gönnt ihr. Aber 28 Reihen ist halt schon teuer, ne? Für 42 Euro, Alter. Schon, ja. Why no open world? Right now it's pretty hard to do, but it's still planned. Was? Es ist, hä? Open world is planned? Ich dachte, er hat abgesagt. I just answered that. It will be geil. Good, open world planned. To lower the waiting times for the PvE. Ich dachte, er meint, open world kommt nicht mehr. Das ist geil. The addict jacket will be tied to the achievement. Ich hoffe, die Kings sind, Digga. Literally came here, I believe, just now. I already answered a lot of questions. Will be. Yes. Короче, ты, походу, не загрузишься в PvE. Will be. So, and me, man. Echt so. GPS device. Are new maps coming? Good question. Oh. Labs expansion. Thank you for the PKM. You're welcome. Make PvP profitable. It's already pretty profitable. We increased a lot of spawn chances of the items. PvP. Remove gun gems. No. Nein. Search function in stash, actually good idea. Ja, bitte. Und bei Händlern. Search later. Funktion. Arena link to PvE. Da. Нет. Нет. Nice. Нифига. Kein. Иначе будет все сложно. Most likely not. Okay. Kein Arena link to PvE. Andersrum. Ah, also, yeah. Actually, yeah. There is a plan for us to have a linkage between Arena and PvE. You will able doch. To transfer stuff you earned to PvE. Oh, okay. But only in that direction. Okay. Ja, okay. Immerhin. Ja, weil ich meine, das ergibt ja auch Sinn. Warum solltest du was zu Arena rüber transportieren? Ja, klar. Weil die Sachen kannst du dort ja gar nicht benutzen. Добра, команде, ja. Спасибо большое. Хороший человек. Дай бог тебе здоровья тоже. Aber cool, dass man es zu PvE nutzen kann dann. Yes, I said, there will be Partisan boss in the 0.15 patch. Почему не PKP? Дали PKM, но не PKP. Жалко, потому что, да. Make calls for PvE. Unfortunately, we can't make it for PvE. Schade. Когда карта сектор? Какой сектор еще? Priest на барабане? Не знаю такой. AFK Dev hätte gerne noch einen Promocode. Ich frag mal Nikita, oder? Ja, AFK Dev. Please one more. Thank you. Possible. Promocode. Open mic. Wir sollen Tetris spielen. There was a update. I need to check on it.
Что, заходишь? О, Мирка лейт рейн. Мирка will die in a second. Лейт рейн. And after that we will show you exclusively the episode of... Oh ja, die Episode, stimmt. Können wir auch noch sehen. Die machen so gute Serien. Die sollen eine Serie machen zu EFT. Ist echt so. Aber mit in Englisch bitte. Ja, Mann. Ja. Oder zumindest Untertitel. Es gab, glaube ich, immer Untertitel. Gab's? Okay. Ja. So, das stimmt gleich wieder, ja. Also er spielt PvE, ne? Ja. Dann ist er beschwert sich, dass es sein Setup ist. Das was? Dass es sein Setup ist. Nicht wie zu Hause. Er fühlt sich nicht wohl. Ah, okay. Er sucht ein Aussehen, falls er gleich stirbt. Ja, ja. Granate dicke Bazooka. Lab buff. DLSS. Was, Bazooka? We will look into Bazooka. The DLSS, for sure. Ich will ein RPG, Alter. Ja, Mann. Er kommt auch. Ernsthaft? Ja, ja, soll's kommen. Wegen BTR und so. Egal. Übertreib. Vielleicht kommst du im August. Machst du, könntest hinkommen sogar. Wie heißen die Granaten, die explodieren, wenn sie aufkommen? Impact. Ja, die RNG. Impact. RNG, genau, genau. Ja. Ja, so ein Granatwerfer wäre geil. Das wäre heftig. So ein RNG-Werfer, Alter. Ja, boom, boom, boom. Schon, ne? Achtung, jetzt GPU. Jetzt zwei GPUs. 40-60 Stoß Max. Na, ne. Nope. 460er Schuss, Alter, Digga. PvE halt, ne? Ja. In PvP wäre der jetzt schon tot, weil da oben jemand drin hocken würde. True. True FOV ist scheiße. 50! 50er FOV! Peinlich. Ich habe immer so auf 69. Ich habe, ja, auf 65 habe ich. 68, so, ja. 50 Millionen plus gemacht, nur durch den Jobs mäßig. Kill replay in EFT is possible. The question. Was? Actually. Killcam? Was? 15 Mio? Das hast du verkauft, Alter. Ist so. Killcams? No found a way, ne? Ja, Killcams wäre geil. Schon, ne? Oder zumindest so wie ein. Nach dem Raid, ja, ja, genau, genau. The kill cam of the. That guy who killed you, and see or report him or flag him somehow. So yeah, it's ich sag dir, das ist das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Yeah. Tarkov brauchte nicht Konkurrenz, die besser ist oder so, oder Tarkov killt, sondern die braucht yeah. einfach Konkurrenz, damit True. Tarkov True. Besser wird. Echt so, oder? Und dadurch, dass es halt keine Konkurrenz gab, ja, konnte ja. Tarkov, also Nikita, halt machen, was er wollte, so. Ja. Weil warum soll man ein Game besser machen, wenn es keine Konkurrenz gibt? Richtig. So, hab so krass verkauft gerade das alles jetzt. Jetzt bitte anhört den Discount. There will be an RPG, for sure, but I'm not sure that it will be the first iteration it will be used as a counter weapon for the BTR. But we will think about it. Ich meine, das Pferd springt nicht höher als es muss, ne? Richtig. Remove flea market capture. I believe for PvE, maybe for PvE it's not needed actually. True. A lot of questions, guys, like a lot of questions. But mostly they're the same. Вертикальные поправки Муавы Мрад. Блин, ну это круто, конечно. Rework spawning. Yes. PvP without wipe. PvP without wipe, I think. Increased raid time in PvE. As I mentioned that. Kommt sowieso. Most likely will be a separate character for the PvE without wipes. And there will be seasonal character with wipes. Something like that. Oh, hast gehört? Oh. Verschiedene Charaktere. Geil. Das hat er jetzt nicht so gesagt, aber das hat er damit gemeint, glaube ich. Weil wenn du seasonal characters hast, ja, Mann. Dann muss es ja mehrere, also es muss ja Schloss, verschiedene ja. Varianten geben. Das ist wie bei Ding machen, wie bei Power of Excel. Ist auch so. Ja, genau. MMOs, die haben das oft. Ja. More Head Eyes.
Moje. Никита, привет, привет. Thanks. Unreal Engine Swap. Mhm. Alle Bosse auf einer auf Factory bitte. Ja. Den Modus hätte ich gerne. Ja, Mann. Блин, дофига вопрос. Digga, wie scheiße bist du? Echt so. So, du kriegst gleich Headshot. Ich hab doch gesagt, Alter. Er wurde weggeaimbottet. Louis. Geil. Oh mein Gott, Alter. Get wrecked, Alter. Die Ausreden wieder, ne? Echt, ja, genau. Final thing that's left for today is a series, like, is an episode of Chronicles of Rigi. Let's go for it. After that, we will have some kind of short conclusion and we will finish this. Gib Rabattcode. I'm coming up, cool, man. Да. А как это, кстати, стартануть? Вот так? Gleich kommt die Folge. 16 Minuten. Jesus. Нажать play. Вот реально, как нажать play? We need help here. We need help here. We don't know how to play it. Как это делать? Как нажать-то? Garfield. Иди сюда. Вот он уже несется, я слышу. Vielleicht sollte er bei sich in Twitter noch reinschreiben, weiß nicht, wie man mit PC umgeht oder so. Echt so. Kein IT-Experte. Ah, ну ты мне не сказал. Так, я вырубаю микрофон. I'll switch off the microphone, so guys, let's go. I help you if you give me a rabatt code. Let's go! Immer mute so lange. Ja. Okay, ich bin gespannt. Neue Faction. Bias. U6. Und noch was Neues. So, dritte Fraktion war schon geil. Oh, oh, da ballern welche. Das ist die neue dritte Fraktion, die du gerade siehst. Safe. Hör auf. Hör auf. Alter, chill in Labs. Oh shit. Ah, ist süß, okay, okay, okay. Damn, eiskalt. Der chillt echt in Labs, Alter. Oh shit. Die hat Untertitel anmachen sollen. Kurz Pipi machen hier. Yeah. Schilder, Bruder.
Nimm Backshot mit. Денис. Рыжий, ты куда собрался? На лаву. Ты кукухой поехал? В прошлый раз оттуда еле ноги унесли. В этот раз нам точно так не повезет. А я вас и не звал. Че разбухтелись-то? Мертвого разбудите. Да у нас тут вон один башкой тронулся. Видимо, батя его в детстве часто ронял. Ты батю моего не трожь. Мы там в прошлый раз ничего не нашли. Мне вернуться надо. Тебя ничего не смущает? В прошлый раз нас там приняли, в этот раз вообще пизда будет. Какая осталась разве что рейдера напугать. Борода прав, второй заход мы точно не вывезем. Оставаться гнить на лабе я как не планировал. Поэтому я один пойду. Не хочу вас больше подставлять. Дэн, ты же видел эти фотки? Видел, что террогрупп с людьми делает? Damn. Solo mission. Ja, komm zurück. Борода, валить отсюда пора. По старой схеме. К барыгам, а потом по бабам. Да сука, прав он. Это наша ЧВК должна была разбираться, а не мужики с завода. Че там копаешься-то? Да он как баран упертый. Один поедет. Так что диверн, рабат-акцион махан. Я, irgendwann kommt der Rabatt-Aktion. Das safe. Für alle Edition. Ты туда же. Идите нахрен. Слышь, тормози, а? Я уже все решил. Я туда один пойду. Кого? Один он пойдет. Это тебе не в спажу за торговой прогулка. Тебя в натуре батя слишком сильно башкой подкидывал в потолок. Так и че мы? Вот с этим на лабу пойдем? Er hat gesagt, die werden für jede Edition PvE-Modus kaufbar anbieten. Ja, die werden PvE-Modus separat verkaufen, sozusagen. Für einen bestimmten Betrag. Nur wann, wissen wir nicht. Wenn sie jetzt dann vorher anhört, billiger machen, bevor das kommt, dann machen die erstmal mehr Geld als später. Ja. True. Короче, добавил же ближе к сути. К сути, с глухаремка работал, знакомился с ЧВКшником с одним. Заряженный тип, все при нем. Таскает барахлишку всякой слабы. И что, поможет? Поможет, поможет. В отличие поможет. От дебилов, я умею с людьми договариваться. Все, пришли, здесь направо. А ты куда? Коту под муда, пасую, приду. Oh, auf noch Labs. Hey, ich spreche Englisch. Погнали, пацаны, все путем. Чепуха, так это твой человечек, блядь? Да, да, говорю же, все окей, пошли. Дурак, это же USF. Да пусти ты ствол, блядь, сказал же, все хорошо. Чарли, this guy's are with me, this is Rigi. I ask you to take him to the lab. It's good to see you again, brother. Hey. Здорово. Чепуха, он же турист. Да успокойся, мы все тут туристы, переебалось уже давно все. Нормально все, это нормальный он тип. You got the stuff? You hurt my feelings, bro. It's all here. What do you want for it? You and I still have some money to make. We'll work it out. Great. Давно ты на импортном базаришь? Да играл там в дрочильню в одну, там и выучил. Ну ты и тип. Ну так епта. Это so weird, dass ich Englisch-Russisch spreche. What the fuck, Alter? Aber cool. Better guys, chap? Don't judge them. We've been into some shit together. Okay, settle down.
Listen, so a big group of raiders moved out recently. This could be a chance to do it quick, but you guys better hurry up, okay? Что он там бормочет? Группа рейдеров, говорит, проходила. Выдвигаться надо быстрее. Okay, listen, we're gonna do your thing first, then you're gonna help me get something out of that place. Okay, let's go, in and out. Okay, let's go. Но и нам придется помочь ему. Давайте двигаем. Oh shit, mit Laserpointer. Holy. Damn. Das ging schnell. Da, Raid vorbei. Zurück in deinen Stash. Nicht ganz schön Zeit. Loot. Зачем вы сюда приперлись? Hey, Ружи, there's an archive room over there. See if you can check it out. I'm gonna finish up with myself here first. Что он сказал? Люк, я твой отец, говорит. Вот там поищи. Эй, Бэр, how's Воевода doing? Че он там бормочет, блядь? Про Воеводу кого-то спрашивает. Слышал про такого? Не, не знаю такого. Keiner kann Englisch, außer deine. Все-таки было, я тебе точно говорю. Да-да. Okay. Cool story, Bob. Воевода, а граники-то берем? Все берем, давайте быстрее. Граники-то нахера? Полевой же вроде идем. Да, ты его мне не спрашивал. Ты мне за них еще спасибо скажешь. Raketenwaffe. Are you done there? Let's finish it and get the fuck out of here. Yeah, sure. Что делает-то там, блядь? Хуйнёй какой-то страдает.
Fuck off. We have mutual friends to say hello. They say it doesn't matter who they are, but they know you. Что он хочет? Привет тебе передают. Чушпаны какие-то твои. Не знаю никаких чушпанов. What are you talking about? Tell him you shouldn't waste time and find Anastasia. Говорит, что ты херню здесь не страдал и искал Настюху какую-то. Что за Настюха такая? Ей ему кого-то там склеил. Пацаны, там походу движуха началась. О-о. Waffe Jam, Digga. Granate. Jesus, Digga. Stell dir vor, du musst in so einen scheiß Gang kämpfen, Digga. Gar keinen Bock. Waffe Gems. Nein! Nein, die haben Dennis gekillt. Nein. Nein, das war mein Lieblingscharakter. Der ganze Chat, Digga. No. Bro. Das war der Beste, Alter. Nein, Digga. F, Alter. Er lebt. Stim, hol ein Stim. Nein, Digga. Cliffhanger, diese Wichser. Rip. Oh mein Gott. I'm sorry. Wie laut das war. Damn. Печально. Er gibt mir erstmal Hals und fuckt mit einem echt scheiß Mike. Okay, ist guys, so fucking laut. Er rippt ja umgebracht. Er ist einfach tot, Alter. Das war der Beste, Alter. Roadmap? Ich sag's dir, der wurde entlassen von BSG. Deswegen ist er tot in der Serie. So funny. Morgen packt er aus, auf seinem Kanal. Ja, Mann. And as always, long live hardcore. Long live hardcore. And the BSG. Er gönnt nicht, Alter. Thank you very much. And let's stay in touch for the updates we plan for you during this year. This is it. Thank you very much. We love you. We love you, as always. And I don't know. Maybe Damirka will say something. Я вообще реально соскучился. Was the roadmap? Nein, noch nicht. Ich glaube, wollen sie nicht zeigen? Ne, die posten die nur, hat er gesagt. Ich dachte, die zeigen hier on stream einfach. Aber ja, die posten, ja. Thank you. Любим вас. Love, peace. Okay, I'll be switching off. I think we'll transfer this big amount of viewers to somebody. Let's do a raid to someone, I guess. Ich. Можно зарейдить? Me. Imagine, Digga. Ja, niemals. Ich würde gleich umfallen vor Aufregung. Why not? Thank you very much. Chinji. Tschüss. I don't know what to say. Wer? Gingy. König. Nikita gönnt nicht.
Tschüss. Bye bye, guys. Bye bye. Thank you. Tschüss, Nikita. Tschüss, Nikita. Bis August.